Hallo und willkommen. In dieser Rezension dreht sich alles um den Menabo 927828 Logic 3 Heckträger für maximal 3 Fahrräder. Vor dem ersten Anbau am Fahrzeug muss der Träger erst einmal montiert werden. Mit etwas Geschick und Geduld und einem geschätzten Zeitaufwand von 1 bis 2 Stunden ist dies durchaus eine lösbare Aufgabe. Der Heckträger passt an viele Fahrzeuge, muss dafür aber individuell eingestellt werden. Nützlich ist hierfür die Hilfe einer zweiten Person. Ist dies erst einmal geschehen, kann auch eine Einzelperson den Anbau alleine vornehmen. Hierfür ist als Werkzeug nur der mitgelieferte Spezialschlüssel erforderlich. Wird kein Rad transportiert, kann der Träger leicht hochgeklappt werden. Für die Fixierung empfiehlt sich ein Spanngurt, da eine werksseitige Lösung hierfür fehlt. Zwei Haltearme unterschiedlicher Länge schaffen die Verbindung zwischen Träger und Fahrradrahmen. Für die Befestigung der einzelnen Fahrradräder in den Trägerschienen werden kurze Haltebänder mit Schnellverschlüssen mitgeliefert. Diese unterbinden zwar wirksam das Herausspringen der Räder aus der Schiene, können aber eine Vor- und Rückwärtsbewegung des Rades, insbesondere während der Kurvenfahrt, nicht verhindern. Beim Blick in den Rückspiegel kommen da durchaus leichte Zweifel an der Stabilität der Befestigung auf. Ein durchaus berechtigter Kritikpunkt. Unser Tipp: Sorgen Sie während der Fahrt für festgestellte Fahrradbremsen. Unserer Erfahrung nach eine wirksame Methode, um diesem Manko des Trägers entgegenzuwirken. Mit dieser Zusatzstrebe verbinden Sie gegebenenfalls das dritte Rad mit dem zweiten. Der Träger bietet eine ausreichende Stabilität, um 3 Räder zu transportieren. Für deren günstige Anordnung benötigt man allerdings etwas mehr Zeit und Geschick. Aufgepasst! Bei manchen PKW-Modellen behindert der Träger die Funktion des Heckscheibenwischers. Zum Schutz vor Lackschäden haben wir vor der ersten Montage Schutzfolien aufgeklebt. Die Kappen an den Schienen sind nur relativ locker aufgesteckt. Ein schneller Verlust ist somit nicht auszuschließen. Durch Linksdrehung wird die Befestigung der Haltearme am Träger gelockert. Trotzdem lassen sich diese nur sehr unwillig bewegen. Mit einigen Rechtsdrehungen wird der Haltearm wieder festgezogen. Der Kopf der langen Befestigungsschraube wird durch ein kleines Kunststoffteil in der Führung fixiert. Dieses Teil springt leider sehr schnell heraus und führt dann so zu unerwünschten Suchaktionen. Problematisch ist auch die Montage der mitgelieferten Gummibacken. Zarte Verbindungslaschen müssen hierfür durch dünne Löcher gezogen werden und reißen dabei sehr schnell ab. Diese Verzahnung sorgt für eine individuelle Anpassung an die verschiedenen PKW-Typen. Unser Fazit: Dieser Träger ist stabil und brauchbar, punktet aber vor allem durch seinen günstigen Preis von ca. 160 Euro. Im Internet wird er auch noch wesentlich günstiger angeboten. Einmal eingestellt ist der Träger schnell montiert.
Es wird keine Anhängerkupplung benötigt und es müssen keine Bohrungen gesetzt werden. Seine Räder bekommt man transportiert und Zusatzkosten fallen so gut wie keine an.